Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Wir stehen hier noch in Celina, Utah von der letzten Fahrt vom Cruising Kansas Event Video. Und wir schauen mal, wohin die Reise heute geht, da das Event ja mittlerweile abgeschlossen ist. Also auch noch weit bevor das Video rausgekommen ist. Und das Community Gold Achieved wurde, fahren wir jetzt einfach mal, wohin die Reise uns so zieht und verdienen dabei ein bisschen Geld. Wie gesagt, ein bisschen Geld muss eingefahren werden. Deswegen auch wieder Preis pro Streckeneinheit, denn wir brauchen ja ungefähr, boah, ich weiß nicht mehr, wie viel für den Truck brauchten. Also wir brauchen, glaube ich, um den Dreh so 1,5 Millionen sollten wir haben, dann können wir in Kansas eine Werkstatt kaufen und den Truck restaurieren. Deswegen fahren wir auch, würde ich sagen, die 1500 Meilen Western Star Trucks 52.500 Pfund von Celina in Utah nach Beaumont in Texas. Ja. Zum Beaumont Freight Terminal. Oh, nice. Ich sehe ein Schiff, es gefällt mir jetzt schon. Dann scheint die Weißstrecke ja sogar zu drohen. Auch wenn wir nicht wirklich schnell unterwegs sind, weil es halt ein World of Trucks Auftrag ist. Knapp 120.000 bekommen wir dafür. Aber das haben wir schon gerade gesehen, ist auch gut, dass wir 120.000 knapp bekommen. Bisschen zu früh. Kommen wir innen auch raus? Ja, na ja. Müssen wir da hinten rausfahren. Ich muss sagen, ich merke jetzt schon, dass ich mich erst wieder ein bisschen wieder Zeit vergangen ist und ich einfach kein Spiel gespielt habe, wo ich die Numpad-Tasten betätigt hatte. Ach ja, Celina, da erinnere ich mich immer noch an die. Also ich meine, das war auch einfach hier so um den Dreh. Also ich glaube, ich musste bei Celina hier lang fahren, weil es woanders nicht ging. Also weil woanders immer das Spiel abgestürzt ist. Von der Mod müsste das, glaube ich, gewesen sein damals. Zumindest kommt es mir immer wieder in den Sinn, weil ich den Berg sehe. Deswegen würde ich behaupten, dass wir hier. So, dann sind wir bei Western Star und holen die Trucks ab. Wo müssen wir hin? Nach rechts. Hätten wir auch ruhig schon was mit unserem Western zerfahren können, ne? Aber das weiß man ja vorher nicht. Dann wollen wir mal 1500 Meilen. Schauen wir uns mal eben die Strecke an. Wird wahrscheinlich sehr gut. Erstmal über Highways. Und dann geht es auf die Interstate 40, die wir dann, okay, fast komplett runterfahren. Allerdings verlassen wir mal die Interstate 40 auf den Freeway 287. Fahren dann kurzzeitig auf der Interstate 35 West an Dallas quasi vorbei über Fort Worth und dann geht's auf die Interstate 45
Richtung Houston und dann auf die Interstate 10 nach Beaumont, wo es dann zum, okay, wahrscheinlich nicht so ganz, aber vielleicht auch schon, ich weiß es nicht, zum Freight Terminal geht. Ach ja, schon eine, oh Gott, das ist eine sehr spannende Fracht, die ich so auch noch nie gefahren bin. Haben wir einfach quasi, ja, einen sehr dynamischen Trailer. Ich hoffe, ich muss nicht rückwärts einparken. Das wird ja. Das würde wahrscheinlich sehr spannend werden. Entschuldigung, hoch auf 30. Bleiben wir bei der 30, aber ich glaube, ich muss nur 50 fahren dürfen. Das einzige Ungünstige ist an dieser etwas längeren Tour, es wird ja wahrscheinlich so eine. Boah, wie war das noch? Ich glaube, es dürfte so etwa eine 2-Stunden-Fahrt werden. Ist ein bisschen blöd, weil ich noch diese Woche das ETS2 wieder aufnehmen wollte und halt noch die anderen beiden Videos, die noch offen sind, die jetzt auch mittlerweile, glaube ich, schon 2, 3 Wochen rumfliegen auf der Platte, dass ich die noch bearbeiten wollte. Bevor ich dann irgendwie kurz einkaufen gehe und zocke. Aber gut. Wir brauchen das Geld, denn wer weiß, wann das nächste Event hier in ATS beginnt, beziehungsweise wann das nächste DLC rauskommt. Darauf wird es ja wahrscheinlich jetzt hier hinauslaufen. Also wenn das nächste Starten-DLC quasi rauskommt. Bin mir gerade unsicher, ich meine, mich erinnern zu können, dass ich gelesen habe, welches es ist, aber ich weiß gerade jetzt nicht, ob das nächste, was kommt, Arkansas ist oder ob es Nebraska ist. Gut, dass wir schon 65 fahren. Fahren wir diese super schöne Strecke. Das ist doch schön. Ich muss auch schon was sagen. Ich glaube, das ist zumindest von den Strecken, die ich kenne. Also von den. Gut, ich kann jetzt nicht wirklich mit 26% gehen, weil prinzipiell soll ich diese Strecke ja auch kennen. Also ist halt die Frage, wie viel von dem Ganzen bearbeitet wurde. Aber sagen wir mal von den 30%, die ich kenne. Ja, bei Eureka war ich ja auch und Redding und so. Aber sagen wir mal, ungefähr von den 30%, die ich kenne, ist das hier, glaube ich, meine Lieblingsstrecke. Also die jetzt noch kommt. Wenn es hier überhaupt ist, aber ich meine schon. Zumindest noch nicht jetzt, aber es kommt noch. Ansonsten sind wir in den letzten Fahrt, glaube ich, gefahren. Die ich jetzt gerade meinte. Vielleicht ist noch eine andere gewesen. Also, kein jetzt, kein. Aber ich glaube, es müsste die sein. Also es dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis wir da hinkommen, aber
Und wenn nicht, dann sag ich einfach mal so, ne, diese schöne Strecke, wo man halt wirklich durch den Canyon fährt halt. Wo man einfach auch hier, ne, also es ist halt einfach schön, das kann man nicht anders sagen. Unfall. Dann bremsen wir so ein bisschen ab und geben wieder Gas. Noch mal mehr ab. Wir dürfen jetzt innen noch 60 fahren, also fährt die KI erstmal nur 55. Noch gar nicht aufgefallen, dass es hier so extrem. Es wirkt halt so sehr sandig, dünig. Zumindest der obere Part, aber der untere Part ist halt doch schon wieder sehr steinig. Einmal bei den 45 und rollen kurz hinterher. Ich glaube, wir dürfen nur 50 genau. Entweder bin ich die Strecke so selten gefahren in diese Richtung, wenn das die Strecke ist, die ich denke, die noch kommt. Aber ich habe langsam das Gefühl, dass ich zu lange nicht hier gewesen bin, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, also ich in diese Richtung gefahren bin. Nee, ich glaube, bei Moab auch nach Moab kommen. Oh nee, das war glaube ich den das 70 weiter, ne? Aber da fahren wir da nicht lang, die Strecke. Ja, da fahren wir nicht lang. Von einem anderen Weg. Aber ist ja auch nicht schlimm, denn es ist trotzdem schön. Immer wieder aufs Neue. Dann beschleunige ich mal auf 65 wieder. Wenn wir schon nicht ausfahren können, dann sollte ich zumindest die Zeit nutzen, wenn wir schneller fahren können als 50 oder whatever, dass ich noch wirklich mit dem Gaspedal unten quasi bin. Schätze ich mal, dass wir aufgrund des Way of Trucks Auftrags, durch den wir halt meistens 15 Meilen pro Stunde nur weniger fahren dürfen. Dass der wahrscheinlich so 20 bis 30 Minuten kostet. Also Echtzeit.
auf 20. Andere muss nochmal selber nach. Außerstand sehe ich auch wieder ein bisschen mehr von Texas. Aber ich habe leider auch nicht allzu viel mitbekommen von. Um genau zu sein, ja. Hier können wir es ja sehen, um genau zu sein, weniger als 10%. Alte bekannte Strecke durch Moab durch. Was haben wir überhaupt hier? Ein Dinosauriermuseum? Wahrscheinlich. Ich würde jetzt zumindest sagen, sondern dem, was draußen rumstand. Über den Colorado River. Moab rein und da 35. Nochmal runter auf 30. Oder wahrscheinlich wurden hier vielleicht auch Dinosaurierknochen entdeckt. Kann natürlich auch sein, dass es einfach so eine Art Museum von der Dickside ist. Ich bleib mal einfach jetzt hier auf der rechten Spur, einfach fürs Feeling und so. Na, du willst glaube ich nicht dran vorbei, oder? Also du willst schon dran vorbei, aber aus irgendeinem Grund, also ja, weil du so weit ausholst in meine Spur, tust du es nicht. Und ich danke dir dafür. Mittlerweile schon fast. Also ich weiß gar nicht, Moment. Ja, doch, also mittlerweile schon. Ich denke mal. Wie ist die Woche, wo das Video rauskommt? Ich denke mal. Um es nochmal zu betonen. Langsam. Dass. Februar schon ist. Der Google-Kalender immer wieder auf den Tag geht, obwohl ich eigentlich immer nur bei der Woche war. Na gut, nächste Woche. Es ist, glaube ich, noch nicht Februar. Morgen ist Februar, der 1. Februar. Wenn das Video dann rauskommt, wenn ich es geplant habe, dürfte das ja am 31. rauskommen.
Also es ist noch nicht ganz Februar, aber es ist fast Februar. Ein Monat schon um. Und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, Guild Wars 2 den Charakter auf Level 80 zu bringen und dann weiterzumachen. Und ich glaube, ab nächsten im Februar könnte es auch sogar wieder sein, dass der Ark-Server mich, als es noch keine Probleme gab und er lief, dass er wieder eventuell in Gang gebracht wird. Das heißt, dann geht dann auch da wieder die ganze Zeit flöten. Das heißt flöten, wird da, nennen wir es mal, semi-AFK, mal mehr oder mal weniger verbracht. Vielleicht werde ich da meine Worte, die ich wieder vergessen habe, und ich wiederfinde. Allein dafür sollte ich davor schon wieder in Ark reingehen und also nicht in Asa, sondern in ASE. Ach, wir dürfen 30 fahren, deswegen haben wir so stark bebremst, weil wir in Monticello sind oder Monticello. Kannst auch ruhig einen Gang höher schalten. Zeit. Ja, ist ja gut, es ist nichts passiert. Mehr Zeit zu trinken. Ich war gerade am Trinken, dann ging's los. Denn ich wollte mich zumindest, wollte die Zeit nutzen. Server down war, um quasi ein bisschen vorzubauen, da ich keine quadratischen Türme bauen wollte, sondern runde Türme. Und auch irgendwie die Idee haben wollte, wie ich dann jetzt wirklich dann die Base baue. Deswegen wollte ich mindestens dafür die Zeit nutzen, um zu schauen, wie ich das umsetzen kann in halt auch auf genau an demselben Ort halt natürlich in mit den S-Plus-Strukturen und so weiter. Einfach ein bisschen vorbauen, wo man halt nicht das Problem mit den Ressourcen hat, sondern und auch noch nicht allzu viel gebaut hat. Naja, dann muss ich ja mich ranhalten.
auch wenn ich dafür jetzt noch gerade nicht so die Zeit habe, weil ich mich noch gerade mehr darauf fokussieren muss jetzt wieder, wo ich gerade in Neverwinter jetzt nicht so den Eventdruck habe, wo gerade wieder ein bisschen Pause ist, dass ich den ersten Test und hoffentlich dann auch noch den zweiten Test, bevor irgendwas anderes ansteht, in Gold Rush abschließe, bevor die nächste Season dort startet. Was ja auch schon, glaube ich, bald ist. Also es könnte im November, im Februar wieder losgehen. Also Go straight. habe ich quasi da auch ja nicht mehr genügend Zeit für eigentlich. Und ich habe mit Farming Videos wieder angefangen zu schauen. Was heißt wieder angefangen? Ich glaube, ich habe davor noch gar nicht wirklich mehr geschaut. Also wenn ich mal Farming-Sim-Videos geschaut habe, dann ist es so lange her, dass ich mich daran nicht mal mehr erinnern kann. Also selber gespielt vorher schon, aber ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwelche Videos geschaut zu haben. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Ich will links abbiegen. Danke dir. Da habe ich angefangen und habe dann auch wieder angefangen. Mit. Mit Farming Simulator 15. Nein, Verstand Simulator 15. Dann aufgefallen ist, wait a second. Ich habe zwar nicht FS17 und FS22 und warte bei FS22 auf dem C, aber ich habe bei Epic Games hatte ich Farming Simulator 19. Nee, Moment. Doch, oder? Ach, 19 und nicht 17, oder? Jetzt muss ich. Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Wenn Epic Games laden würde. Jawohl. Ja, okay, es war FS19. Was ja schon wieder mehr die neuen Features und so weiter hat, noch nur das neue Design. Und ich glaube, ich da auch ein bisschen angefangen habe schon. Zumindest, ich glaube sogar auf beiden Karten dürfte das sogar sein. Aber auf alle Fälle auf der amerikanischen Karte dürfte das gewesen sein. Das Schöne daran ist natürlich auch, dass ich das Spiel auch weitestgehend, ne, wenn man genügend Geld für Helfer hat, auch im Hintergrund laufen lassen kann, weil ich dann irgendwie Streams schaue, moderiere oder Videos gucke, whatever. Wenn ich halt gerade mal nichts anderes zu tun habe, ne? Jetzt, wo ich gerade noch die Möglichkeit habe, wir müssen demnächst auch noch mal tanken. Und schlafen. Wo ist denn das nächste, was uns beides geben kann? Wahrscheinlich sogar ein Durango, oder? Weil hier sieht es ein bisschen aus wie tanken. Durango. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir bei Durango raus. Hauen uns aufs Ohr und tanken.
bei ARK eigentlich auch noch machen wollte, ist Singleplayer ein bisschen anfangen. Mindestens so weit, dass ich. Also, bevor das Server wieder da ist, mindestens so weit, dass ich schon mal einen Bossfight gemacht habe und das hier noch weiß, weil ich kann mich beim besten Mal nicht mehr erinnern, wie die Stats von den Dinos waren damals. Also, ich habe zwar damals auch Screenshots und so gemacht, aber. Ja. PC neu aufgesetzt, hieß das Ananas. Nicht bei dem PC, den man damals hatte. Die Bilder sind nicht mehr verfügbar. Klar kann ich, habe ich auch bei Dings gesehen und nachgeschaut bei Rolex, was so die Leute da schreiben, wie die Sets so sind, die man braucht, aber lieber praktisch testen als nur in der Theorie. Was? 25? Oh Gott. 25 kommt noch. Die wir jetzt fahren, denselben Weg. Durch Durango durch, glaube ich, echt nur einmal gefahren, also jetzt das zweite Mal. Ich kann mich schon mal links halten. Mit den EMS. Wir tanken hier, weil es einfach ein bisschen mehr Platz ist. Da nehme ich jetzt gerade rot geworden, super. Danke. Please make a U-turn when possible. Ja, das werde ich so in der Art auch machen. Ach du. Okay, gerade noch so um den Baumstumpf rum. Schaut nur deutlich was anderes, die Fracht. So. Für $3,93 tanken wir. Oder insgesamt $938 und 238,8 Gallonen. Hier vorne kommen wir auch raus. Schön geschmeidig. Straight.
jetzt hin? And then turn left. Achso. Ich dachte schon. Turn left. Es wirkt gerade ein bisschen merkwürdig. 50. Dann fahren wir auf 50, denn wir haben immer noch knapp 1150 Meilen vor uns. Wir sind ja eigentlich schon ganz gut dabei. Stay right and then turn right. Turn right. Diese Strecke kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern und ich glaube, ich war hier noch nie. Das kann natürlich täuschen, aber nee, das sieht genauso aus, als ich hier noch nie gewesen bin. Wenn ich so sehe, wie die Karte vorne aufgedeckt ist. Hoch auf 60. Oh, nee, never mind. Das sah gerade gut aus wie ein See, aber es war kein See. Da sind wir schon nicht mal mehr in Colorado, sondern wir sind in New Mexico. Sehr schön. Wow. Tolle Kamera-Vorbeifahrt. Wobei, glaube ich, auch besser, dass ich keine gab. Ist schon schön hier alles. Gleich wieder runter auf 45. Wir haben nicht die Zeit, um hier abzubremsen. Ich kann es nicht erwarten, auf die Interstate zu kommen. Ne? Dann holen wir die Zeit wieder ein bisschen raus. Die wir gerade jetzt hier umher eiern. Stay right and then turn right. Turn right. Eigentlich muss ich doch echt nicht nur die 1,5 Millionen einfahren, sondern da ich ja noch nicht jeden Truck hier habe, brauche ich für das nächste Event dann ja auch wieder Kohle für einen neuen Truck. Also ja, im Idealfall 1,5 Millionen einfahren oder nochmal 250 Millionen, also 2 Millionen knapp, also 1,75 wäre schon nicht schlecht. Grün nur für unsere Seite, sehr schön. Ich dachte, ich muss warten. Aber da wurde mitgedacht. Das ist doch mal schön. So, ich glaube, dann fahren wir jetzt aber gerade Richtung... Moment, war Interstate 40, war glaube ich am Ende, ne? In der 70? Ach, ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube auf alle Fälle fange ich mal. Ja. Ich glaube zumindest, dass es gerade der Weg zu Interstate ist. Wenn ich mich recht entsinne. Okay, wir sind bei Farmington. Okay, ja gut. Ist nicht jeder Weg der Weg dahin. Wir sind immer noch bei 1,15.000 Kilometern. Meilen. Also mehr an Kilometern. Es ist eine lange Fahrt, eine weite Strecke. Ich denke, wir dürfen wahrscheinlich schon so um die grob geschätzt jetzt 45 Minuten sein. Ich schaue jetzt nicht nach.
Ich rate einfach gerade. Obwohl wir nur 350 Meilen hinter uns haben. Weil wir haben es gerade so spät. Schauen, wie lange ich jetzt noch fahre. Ich denke, ich werde dann nach dieser Fahrt auf alle Fälle nochmal kurz Einkaufen fahren, dann nochmal das kurze ETS2 wieder aufnehmen, was ja im Vergleich zu dem dann jetzt wahrscheinlich nur 10% sein wird zu dieser Folge. Also, wenn man jetzt nicht nach Minuten geht, sondern so nach. Jetzt sogar nach dem Ganzen gehen würde. Sind es sogar weniger als 10%? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich so 20 Minuten lang gehen, das Video circa. Plus minus, wir kennen es ja noch, weil es ja noch die letzte Fahrt ist. So gesehen, ich fahre ja aus dem Winterland in ETS 2, fahre ich raus. Kurzes Video danach ist dann auch das Event wahrscheinlich schon um oder noch nicht ganz, wenn ich die Aufnahmen mache, aber ich fahre dann ja nicht mehr dort herum. Und ich muss mich eigentlich heute echt nochmal ransetzen. Kann ich eventuell machen, weil ich ändere oder so. Dass ich mir mal die Zusammenfassung gebe der Statistik, eigentlich sogar der Statistikas. Das sind ja mittlerweile drei Events, die ich noch statistisch gesehen wieder tun wollte. Dann gucken wir mal den Beitrag. Also ich da jetzt auch mal ein bisschen wieder hinterher komme, kann ich auch alles im Plan, wann die Beiträge kommen, aber dass wir zumindest die schon mal zum Planen bringen. Zumindest ein bisschen sich überholen ansetzen. Wir sind ja ein bisschen schneller. Ich habe nicht wirklich Lust, wo wir sowieso nicht schnell fahren können. Wo wir sowieso schon gedrosselt sind, habe ich keine Lust, noch langsamer zu fahren. Deswegen langsam die Überholspur, langsam das Elefant hin. Mit drei LKWs hinten dran. Reifen von dem Pickup ein bisschen klein. Da ist zu viel Luft. Ich müsste zumindest hinten hätte er so ja, doppelspurig dicke fette Reifen haben müssen fürs White Body. So sah das ein bisschen weird aus.
da hinten haben wir die Abfahrt auf die Interstate. Mein Gott. Blickt man sich hier wieder zu Tode. Und ich glaube, er wird nicht reingelassen, oder? Lässt der? Stay right, and then turn right. Ich glaube, der lässt. Oder auch nicht. Okay. Die Kohle brauchen wir auch nicht. Und ab auf die Interstate 25. Sorry. Trifft sich gut, dass ich gleich schlafen muss. Denn ich habe nichts mehr zu trinken. Denn am besten auf der Fahrt können wir es auf Interstate 40 machen. Ist ja gut. Ach, wir fahren einfach, bis wir dann hier nach Weihen vorbeifahren sehen. Stay left. Da wird schon was kommen. Aber ich bin dann noch zuversichtlich. Automatisches Licht. Ganz vergessen. Ich glaube, da Volvo dürfte das auch haben. Moment, da. Warte, voll. Du bist.
ist ein Vogel. Der Wolf dürfte es, glaube ich, haben. Aber ich glaube, ich gerade sagen wollte, dass das für. Weil ich gerade fragen wollte, ob wir den Wolf auch gekauft haben. Oder nicht. Oder ob das nur der Canvas T680 war. 860? 680? 680. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Wobei, nee, es muss der Volvo gewesen sein, weil der Canvas T680 neu Wagen ist und der nicht beim Gebrauchtwagenhändler ist. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier einen Rest Area. Jawohl. Auf 20. Wenn die KI nicht stoppt, stoppe ich auch nicht. Ziemlich weit drüber, ne? Aber nächstes Mal werden wir zurückrollen. Ah, gut, das muss reichen. Wunderbar, wir haben durch die Nacht geschlafen. Im Sonnenuntergang haben wir uns hingelegt und im Sonnenaufgang geht die wilde Fahrt weiter. Noch 890. Meilen. Ja, hallo, zurücktappen, bitte. Den wollen wir mal. Kriegen wir es in einem Rutsch hin? Ich glaube nicht. Nee. Einmal pennen wir noch. Fehler gemacht. Ich habe mir nichts zu trinken geholt, wie ich gesagt habe. Also muss ich das mal nachholen. Thank you.
vorbei. Dann sind wir endlich bei Santa Rosa. Wahrscheinlich. War ja schon ziemlich lange ausgeschildert. Oder Santa Rosa. Kann natürlich auch Santa Rosa sein. Warum hat man eigentlich immer so viel zu tun auf einmal? Kann man jetzt mal sagen. Man kommt gar nicht zu den Sachen, die man machen will. Weil es so viele Sachen sind. Aber gut, ist ja wie es ist, ne? Ich muss noch mal langsam mal so planen, wie ich das mache mit... Dingens, mit... Mit dem Rechner werde ich da wieder ein bisschen mehr Zeit für. Ich meine, eine Sache mit Neverwinter und so, wo jetzt gerade wieder ein bisschen Freiraum ist, ist ja jetzt gerade wieder ein bisschen weggegangen. Das heißt, die Zeit kann ich dann wieder für die kurze Zeit in Gold Rush investieren, bevor die nächste Season startet. Kann ich mir für die Season auch ein Ziel setzen, was ich so an Unzen etwa aus dem Boden holen möchte. Wobei, da muss ich auch eventuell, vielleicht rechne ich dann mit dem, was ich einholen will, plus 20%, einfach weil man wahrscheinlich nicht auf dem ersten Lease anfängt, sondern weiß ich nicht, auf dem zweiten, dritten oder vierten. Es sei denn, man ist gerade wieder in der Rotation, dass man mit dem geringsten anfängt. Und euch bis die Seasons, wenn ihr das dann startet, auch wieder da die Zeit wieder mehr. Wir erreichen Texas. Man erkennt es. Aber ich habe es zumindest gerochen.
was ich auch nebenbei eigentlich auch machen muss. Ich muss erstmal wieder schauen, dass ich hier die 8 TB-Platte wieder freiräume. Da sind wahrscheinlich mittlerweile wieder so viele Streams drauf, die ich noch hochladen muss. Oh, ich muss da auch noch hochladen. Nevermind. Ja, dass ich das hochladen bekomme, damit ich endlich mal wieder. Das Problem ist, es ist halt wieder so ein Prozess. Man lädt was hoch, dann ist da wieder irgendwie copyrighted Musik dabei gewesen und dann muss man das Ganze dann wieder bearbeiten und das Bearbeiten, das Rendern, das dauert dann halt auch wieder in der Regel 2 Tage, also teilweise sogar 3, also dass ich dann quasi in Etappen rendere, also dieses teile und dann rendere, weil es einfach lange dauert mit dem Rechner hier. So, wenn ich einen normalen Rechner hier hätte, wäre es kein Problem. Dann könnte ich das locker flockig dann innerhalb von wahrscheinlich auch solche, wenn dann 5 Stunden Dinger wahrscheinlich auch so in, keine Ahnung, 1,5, 2 Stunden durch. Das dauert dann nicht 5 bis 7. Der Prozess wäre dann auf alle Fälle flotter. Dadurch ist halt auch viel Zeit, vergeht viel Zeit verloren und ja, ich komme nicht so recht voran. Das haut einem halt immer wieder zurück, sodass man dann 3 Tage beschäftigt ist, während dann täglich wieder neue Sachen dazu kommen. Und ich muss noch gerade aufhören, also ich bin immer noch, habe immer noch mindestens einen Backlog von einem Monat, den ich noch nicht mal gezogen habe. Wahrscheinlich ist der Backlog gerade bei ungefähr 3-4 Monaten oder so. Aber auf jeden Fall muss ich wieder Platz machen, weil ich habe keinen Platz mehr. Ich glaube, ich bin bei 275. Gigabyte freien Speicher von den 8 Terabyte. Gut, ich muss dazu sagen, ich glaube 40 Gigabyte. Stay left. Können da auch bald wieder rauf, können da jetzt endlich auch schon wieder runter. Also wieder bei freien Speicher, weil ich was zwischenspeichern musste. Hier sind wir bei der Baustelle, die noch kommt, glaube ich, oder auch noch nicht. Nee, das war weiter bei Stay left. War das bei Dallas? Oder wo war es bei der Baustelle? Oder bei Houston? Sicher doch. Wird er das ja nichts kommen, was ich durchfahren kann? Go straight.
wir auch schneller fahren? Machen wir das doch mal, bevor wir nicht mehr die Chance haben. Wir müssen wahrscheinlich eventuell um Houston rum müssen wir dann wahrscheinlich schlafen. Dann wären wir gleich wieder müde. Wahrscheinlich um Fort Worth und Houston rum. Bin ich mal gespannt, was für eine Fracht wir dann von dort aus fahren. Nächste Woche. Na, ja, also wie gesagt, ich werde dann vielleicht einfach zwei Videos jetzt so gesehen erstmal noch rausbringen. Hoffen, dass es in ETS 2 dann solche Aufträge gibt, die auch Geld reinbringen. Ich bin noch überlegen, ob der Schnee da auch noch ein bisschen länger bleibt oder nicht. Schauen wir mal. Oh, müssen wir jetzt raus oder nicht? Interessanterweise müssen wir raus. Pfund Gesamtgewicht, nicht im perfekten Zustand. Also noch mal reparieren, wenn wir ankommen, okay? Gotcha.
es die Möglichkeit gibt. Was hier los ist. Okay, ist interessant, er hat überhaupt nicht warm an. Warnt jetzt die KI, wenn Stau ist? Das wäre ja auch ganz spannend. Ich bezweifle, dass wir die Ampel bekommen. Go straight. Weiter geht die wilde Fahrt. Go straight. Das sah gerade kurz vom Weib ein bisschen verwuchert aus. Das staatliche Gebäude da. Wäre es nicht mal ganz im guten Zustand. Area müssen wir jetzt nicht raus.
kann ich zum Beispiel mal vielleicht so ein bisschen im Kopf, aber eigentlich kann ich noch morgen einkaufen gehen am Samstag. Zum Beispiel mal so ein bisschen gedanklich oder auch so ein bisschen niederschreiben, was ich gleich einkaufen gehen möchte. Zumindest die Sachen, die jetzt nicht standardmäßig im Kopf sind. Hier müssen wir nicht raus. So. Habe ich das schon mal niedergeschrieben? Bevor ich das wieder vergesse. Und wir sind was? Wir sind jetzt erst in Texas. Das ist für Wichita Falls, nicht für Kansas. Ach, für Kansas, vor allem für Texas. Und auf 60 Richtung Fort Worth. Oder Fort Worth. Eins von beiden. Sehr schöne Gebäude teilweise. Stay left. Durch die man hier vorbeifährt. Schon wieder alles hier ein bisschen zu hier. Wäre schön mit den Heißluftballons, die ab und zu mal auftauchen. Ich kann schneller fahren als 60.
gehen mal rauf. Der fährt gleich auch wieder rein, dann lasse ich ihn nicht nochmal vor. Ja, da gibt Gas. War so klar, dass da wieder jemand rechts überholen will. Abgesehen von ihm. Wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir schon bei Dallas? Oder sind wir bei Fort Worth? Fort Worth wahrscheinlich, ne? Mehr allzu weit. Das Gute ist, wir verdienen ein bisschen mehr Geld als irgendwie $5000. Von daher tut es nicht ganz so weh. Jetzt insgesamt fast $3000 verloren zu haben. Einmal durchs Tanken, zweimal durch Unfall. Wait. Das lädst du schon dreimal? Muss das schon dreimal sein. Stay left. Sind wir schon mal knapp 4K. Belastend. Mehr links halten. Stay left. Richtung Dallas. Ich weiß Richtung Waco. Rechts halten. Deswegen fahre ich hier trotz der 60 erstmal ein bisschen weiter. Stay right and then exit right. Um ein bisschen Meter gut zu machen. Exit right. Ein bisschen weiter rauskommen. Und wieder hoch auf 65. Stay left. So gerade wie ich gehofft habe. Was war das für ein Hashtag? Slowdown und End, Hashtag End, irgendwas mit Texas. Weil das Ding jetzt los. Stay left. Das ist jetzt Dallas oder was? What the fuck? War mal wieder Windows. Mit dem dämlichen Feedback hab. Muss gerade die Festplatte hören, irgendwie den Anspruch nehmen wollte. Und dadurch irgendwie die Lecks gekommen sind, glaube ich.
nennen wir es mal Lex. Das waren ja eher Standbilder. Weiter Richtung Houston. Ich glaube, wir fahren nach Houston. Stay left and then stay right. Ja, klar, Richtung Houston und dann. Geht es nach? Ich habe keine Ahnung mehr, wohin fahren. Beaumont, genau, wir fahren nach Beaumont. Der hat auch noch Meilen noch. Wären wir wirklich beim Endspurt quasi angelangt. Für uns. Krieg rüber. Fahren wir jetzt eigentlich hier die Dingens, die. Aber das war jetzt nicht hier, glaube ich. Keine Troll Road. Wait a second. 2 Stunden, ja, ich muss nochmal, ne? Pennen. Deswegen machen wir es mal direkt hier, wo wir jetzt hier gerade noch irgendwo bei sind. Da haben wir es nochmal ein bisschen früher. Nicht pennen. Super.
Und da ist für ein Bus, ne? Ja. Wie sieht denn hier aus? Was ist denn das jetzt schon wieder? Machen wir es halt umgekehrt, warum kehrst du uns ja? Hä? Als ob es links nicht ging, aber hier geht. Weird. Und da sind wir wann da? Um 8 Uhr morgens. Da fahren wir mal kurz ein bisschen durch die Nacht durch. Ja, genau, da kann man auch hin. Super. Stay left and then exit left. Ja. Links, links. Exit left. Ist Pomo nicht ausgeschildert. Aber das kommt ja gleich. Ach nee, nicht schon wieder in der Waage. Wahrscheinlich werden wir jetzt wieder rausgewunken. Einmal durch, einmal raus, einmal durch, jetzt wieder raus. Wäre es vorhersehbar. Okay, let's find a new route. Dann fahren wir auch mal hier durch. Wobei ganz gut ist es ja noch hier nicht. Das eine ist wirklich eine Röntgenhalle, aber ich glaube nicht. Wer hätte gedacht, dein Schwack ist immer noch so kaputt wie vorher? Weiter durch die Nacht. Caution. Please mind the speed limit. Warte mal, da fuckt der 50, die fand noch vorher auch schnelle. Der hier auch. Caution. Please mind the speed limit. Was ist denn irgendwie für ein Gerücht? Erstmal Bonbon ausgeschildert. Ja, wir dürfen immer noch 75 fahren, also. Das wird da vorne noch so gebremst. Was wurde da vorne so gebremst? Vom Kollegen.
aber ganz geschmeidig auf der rechten Spur. Sehr auf seiner Spur, ich verstehe. Zeichen hier. Wieder eins der coolen Art. Oh je. Als ob Bonbon so, als ob wir schon so da in der Nähe waren. Das war die verkehrte Taste. Wir sind nur noch eine super weit weg. Ich bin verwirrt. Dachte ich zumindest. Also das ist ja echt, ja. Gar nicht so weit, wie ich dachte. Ich dachte, es wäre noch weiter. Fahrenweise wird durch Houston durch. Weiter mit 65. Ja, danke. Sehr gut jetzt. Na, ist die 35 weiter oder wie oder wo oder was? Richtung, ich denke das jetzt 10, aber erstmal Richtung Downtown. Nein, wir müssen links bleiben. Exit left. Ja, du kannst auch ruhig ein bisschen schneller fahren. Es laggt. Ich würde nicht sagen, wenn er, also wenn es nicht so geleckt hätte, aber ich hätte es doch geschafft. Und ja. Wenn er ein bisschen schneller fahren würde und nicht abbremsen müsste. Go straight. Dann verdienen wir noch weniger. Und ich darf auch nicht schneller fahren als, oder ich komme nicht höher als. Was sollen wir gerade fahren jetzt? Nicht höher als 50. Super.
vielleicht doch. Ich komme doch noch auf 65, aber zu was für einem Preis. Stay left. Okay, also wahrscheinlich verdienen wir jetzt 110.000 ungefähr. Wahrscheinlich insgesamt mal ein Profit von 80.000. Nach Reparaturen so Quark. Keine 100%. Mein Gott, ist jetzt gut. Kann's doch mal sein lassen, Windows. Stay left. Gut, was denke ich, ist auch gleich da. 32 Meilen noch. Also im ETS-2-Video werde ich noch nicht direkt neu gestartet gehabt haben, aber in der Woche darauf wird direkt noch einfach neu gestartet geworden, irgendwann mal gewesen sein. Junge, 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 ist doch jetzt mal gut, Windows, also würde ich jetzt noch länger fahren, hätte ich jetzt gesagt, also wenn ich jetzt noch irgendwie dran an meinen fahren würde, hätte ich jetzt gesagt, ich starte eben das Spiel neu. Damit das vielleicht nicht immer ganz so sehr leckt. Aber da wir jetzt eh schon gleich da sind, versuche ich mich zu beherrschen und es zu ignorieren. Erst darf mal in Beaumont The Lone Star State 13 von 30.
Also ich hoffe mal, dass wir morgen eine Werkstatt. Schon eine Garage hier hat. Können wir auch ruhig eine Werkstatt haben. Oder für die Funktionen, die es gleich nicht mehr geben wird. Nice. Immer wieder schön. Oh, Two Tracks, sehr schön. Ich weiß nur die Tracks gesehen und nicht die zweite Schild. Ich dachte, es wäre nur einspurig. Also eingleisig. Aber dem war nicht so. Stay right, and then turn right. Ist ein Schlimo. Von Salach jetzt abbiegen hier oder wie? Wahrscheinlich nur der direkt vor mir nicht. Ja, aber ist zum Glück grün geworden. Port of Beaumont. Zu unserer Linken. Ja, wie oft denn jetzt noch? Ist ja auch schön hier. Man sieht nicht, wie es hinter einem dahinter aussieht. Oh, schön mit dem Leuchtturm. Also ey, nur vorbei. Ich denke mal, das war mal ein Leuchtturm. Ja, Mensch. Könnte es uns einer sein, da vorne links. Vielleicht ist aber auch nur ein Rad mittlerweile. Wahrscheinlich hier Rathaus, Leuchtturm ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Stay right. Wobei man hätte es halt auch als Feuer dann, ne? Also Leuchtfeuer oben links, oben auf dem Dach nutzen können. Vielleicht ja doch. Who knows? Oh, Orleans wird auch nice. Ja, nur Mississippi und so. So, oh, ich bin zu früh abgebogen. Da ist der Güterzug von gerade. Cool. Das ist ja. Nice. Gibt's da in Trains in World eigentlich auch, abgesehen jetzt von. Ich glaube, Hamburg war das, ne? Gibt es da auch solche? Oh, ein bisschen zu viel abgewogen. Gibt es da auch solche Zugfahrten, die quasi zum Hafen führen?
cool hier. Ich hätte gedacht, der fährt noch, bevor ich da bin. Wild, das heißt, wir müssen ja auch ein bisschen drauf achten. Das Stoppschild ist nicht ohne Grund da. Da kommt nichts. Da kommt nichts, der erste gerade gefahren. Dann können wir fahren. Sehr gut, auch die Abladestation gefällt mir sehr gut. Ist jemand am Andocken. Ach ja. Da würde ich ja doch schon gleich wieder das eine oder andere Ohr in das Tor zu. Den einen oder anderen Livestream wieder sehen. Zufriedenstellend, ja, ja. Shoreside Delivery 1 von 8. Western Star LKW von Celina in Utah nach Beaumont in Texas geliefert. Gefahrenstrecke 1500 Meilen, dauert 2 Stunden. Verbrauchter Kraftstoff 236 Gallonen. Das war der 153. erledigte ATS Murder Trucks Auftrag. Ja, mit 110.000 geschätzt lag ich nur gut dabei. Gab insgesamt $109.787 aufgrund der Schäden. Und 3.661 Erfahrungspunkte und auch Level 29, wenn ich es richtig gesehen habe. Jawohl, dann geht es jetzt auf Just-in-Time-Lieferung, sprich, jetzt gibt es dann insgesamt 15% höhere Vergütung für das Abschließen und 25% höhere Vergütung für das Abschließen einer dringenden Fracht. Insgesamt gibt es noch 7 Level und dann ist das mit den Fähigkeiten auch auf Max. Dann fahren wir nochmal eben hier zur nächstgelegenen Werkstatt. 22 Meilen. Okay, here we go. Und reparieren die Mühle hier, die ich ganz schön ramponiert habe bei dieser Fahrt. Auch nochmal schmerzhaft. Vielleicht bleiben und also. Ja, wobei, nee, das wird nicht ganz so schmerzhaft hier. Wie ein ATS, ein ETS 2. Turn right. Da man hier mit den Prozenten arbeitet. Auch schon ein bisschen wild hier mitten drauf stehen bleiben zu müssen. Bist du zu weit vorgefahren? Nee, nicht ganz. War so klar, dass ich stehen bleibe, wenn es hier gehen wird. Get ready to turn right. Fahren wir denselben Weg nochmal zurück, dann fahren wir aber jetzt nicht die enge Stelle, sondern wir fahren mal den normalen Weg. Turn right. Stoppschild fast vergessen. Da lang fahren, ist ja auch nice.
Haben wir vielleicht aber auch den Bahnübergang, den dann, wo die Zugstrecke über den fahren müssen. Turn left. Oder vielleicht auch nicht. Natürlich. Straight über die rote Ampel. Ah. Wie freundlich. Noch kurz hoch. Natürlich. Turn left. Schnell rüber. Springt. Von einer Ampel zur nächsten. Vorher von jeder roten Ampel zur nächsten. Ja, ich wollte die Ampel bekommen, alles gut. Nicht mehr und auch nicht weniger. Interessant, wie die Wolkenformation da immer noch geblieben ist. Also da im Sinne von im Himmel. Keine 25, okay. Dann halten wir uns mal links. Stay left and then turn left. Okay, ja. Ich war gerade kurz verwirrt. Weil ich nicht so ganz darauf geachtet habe, was vor mir ist. Muss man jetzt hier rechts fahren zur Werkstatt, um uns zu reparieren.
Das ist aber kein Stoppen. Und dann sind wir auch gleich da. Reparieren wir uns eben kurz und dann. Müssen wir eventuell sogar noch. Ich weiß nicht, aber auch. Ja, wir müssen nochmal zum Truckstop. Wir können uns nur hier reparieren. Mensch, 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 von einem Ort zum nächsten, zum nächsten. Dann schauen wir, wie viel das kostet. Und zu reparieren. Alles reparieren. Ja. Und gehen nochmal auf alles tauschen, würde ich sagen. Ich meine, müssen wir. Oh Gott. Müssen wir prinzipiell nicht machen. Wir sind ja gerade mal bei 2%, aber. Ach, müssen wir nicht machen. 3x2000. Who cares? Wenn wir da dann bei 10% sind, dann können wir es ja machen. Stop-Sign hier. Verbringe ich glaube ich auf der linken Seite rauf, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Schon wieder. Danke. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehe ich euch hoffentlich im nächsten Truck Simulator Video wieder. Macht's gut. Tschüss.